Alle Menschen sind sterblich. Ein Buch von der französischen Philosophin Simone de Beauvoir. Was ist das für ein großartiges und brandaktuelles Buch? Fosca, der Hauptprotagonist, ist unsterblich. Und wir, die Leser, begleiten ihn durch 6 Jahrhunderte, durch 6 Jahrhunderte unserer europäischen Geschichte. Fosca setzt sich in den Kopf, eine Gesellschaftsform zu finden und zu gründen, in der sich alle Menschen wohlfühlen, glücklich sind, und zwar ohne Krieg und ohne Auseinandersetzung. Und Fosca scheitert unentwegt an den Menschen. Denn anscheinend brauchen die Menschen Krieg und Auseinandersetzung genauso, wie sie die Luft zum Atmen brauchen. Krieg, Streit, Auseinandersetzung ist eine Lebensbedingung für uns Menschen. Weil sich die Menschen nur so fühlen. Gäbe es keinen Krieg, gäbe es keinen Streit, gäbe es keine Auseinandersetzungen, dann würden die Menschen anfangen, sich zu langweilen und aus Langeweile wieder nach Streit suchen. Es ist eine hochinteressante Frage, die Simone de Beauvoir an uns, den Leser, richtet. Und die Frage lautet: Braucht der Mensch, um glücklich zu sein, Unglück? Braucht der Mensch, um glücklich zu sein, Streit? Braucht der Mensch, um glücklich zu sein, Auseinandersetzungen? Es ist ein bisschen atemberaubend, wenn man sich diese Frage stellt und wenn man sich umschaut in der heutigen Zeit. In der heutigen Zeit, in der wir leben, in einer Gesellschaftsform, die es uns eigentlich erlaubt, glücklich zu sein. In einer Gesellschaftsform, die es uns erlaubt, eigentlich zufrieden zu sein und in Frieden miteinander auszukommen. Und trotzdem, aber vielleicht auch deswegen, man weiß es nicht, suchen wir Auseinandersetzungen. Und trotzdem oder deswegen zeigen wir mit den Finger auf den anderen. Und trotzdem oder genau deswegen sind wir ständig gegeneinander und lassen uns spalten. Ich von meiner Seite her würde Simone de Beauvoir mit ihrer Thematik oder mit ihren Gedanken nicht recht geben wollen. Denn ich glaube an eine Welt, in der wir in, oder an eine Welt, aber ich glaube an, ja doch an eine Welt, in der wir in Frieden miteinander leben können. Ich glaube daran. Aber natürlich, wenn ich mich umschaue, dann muss ich sagen, das ist ein religiöser Glauben oder ein Aberglauben oder sonst irgendetwas, aber irgendetwas, was nicht unbedingt der Realität und der Wahrheit entspricht. Also Simone de Beauvoir ist es mit diesem Buch gelungen, uns Menschen die Augen zu öffnen oder uns Menschen zu fragen: Hey, was macht ihr? Was brauchst du zu deinem Glück? Es ist ein großartiges Werk, was Simone de Beauvoir mit diesem Buch gelungen ist. Die Thematik selbst, aber auch dieser grandiose und gigantische Streifzug durch unsere Geschichte. Es ist atemberaubend, es zu lesen. Und also Simone de Beauvoir, ich verheimliche es nicht, dieses Buch gehört mit zu meinen Lieblingsbüchern, denn seitdem ich es gelesen habe, und das war schon vor einer gewissen Zeit, beschäftigt es mich immer noch. Also Simone de Beauvoir, Alle Menschen sind sterblich, ein hoch, hoch aktuelles Buch.